Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zwar zu meinem... Oh, der Controller vibriert schon. Ich spiele ganz frisch zum ersten Mal PlayStation 5, Leute. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich habe mein PC jetzt an meine PS5-Controller geschlossen. Alles funktioniert einwandfrei. Ich habe Ton auf dem Headset und ich glaube, ich nehme mich auch auf. Ich habe alles richtig eingestellt. Wir nehmen in 4K auf, volle Pulle. Und ihr habt ja in dem Video vielleicht gesehen, ich habe bisher ein PS5-Spiel, das ist Returnal. Ich habe die PS Collection, die PS Plus Collection. Ich kann Uncharted 4, God of War, das gucken wir uns alles nochmal an. Die Spiele spiele ich aber erstmal nicht. Wir probieren jetzt erstmal das Spiel, was installiert war. Das ist Astro Playroom. Das soll, ja, einfach mal so ein kleines Spiel sein, wo man diese ganze Funktion des Controllers und so weiter testet. Und ich bin mega gespannt. Und wir fangen das jetzt zusammen an. Und danach werden wir noch Returnal spielen und so weiter. Jetzt wird immer PlayStation 5-Stuff kommen, Leute. Let's go. Ja, also man merkt schon, wie der Controller am Vibrieren ist. Wartet mal. Ah, wenn ich hier jetzt ändere, ändert er nichts. Okay. Ich muss gleich mal ein bisschen, glaube ich, für mich lauter machen. Ich weiß nicht, wie es er hört. Ich probiere jetzt erstmal alles aus. Und dann schauen wir mal. Willkommen in Astro Playroom. Hier lernst du einige der coolen Tricks kennen, die mit dem neuen Controller blablabla. Bist du bereit? Jawohl! Let's go. Ja, ich bin da mal gespannt, wie das alles mit der Qualität ist, ob ich das direkt von der PS5 auf YouTube hochladen kann. Ihr seht das ja schon alles. Oh, die Vibration ist schon... Also, das ist einfach nicht, dass der ganze Controller vibriert, sondern links, rechts, oben, unten, Mitte, Daumen, Zeigefinger, überall vibriert es hier. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, Alter. Schön ohne Kabel, ich kann hier ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen. Vibration. Adaptive Trigger. Ah, wenn ich die drücke... Ah, also wirklich, ich kann sie jetzt wirklich nur ein Stück drücken, wenn ich ganz leicht drauf drücke. Mehr geht nicht. Man muss richtig, bam. Man muss richtig Gas geben. Man muss die echt doll durchdrücken. Ich glaube, für Shooter ist das echt nervig. Aber das Shooter spiele ich ja eh auf dem PC. Also jetzt zeigt mir hier auch alles perfekt. Ohne Eingabeverzögerung. Krass. Aber für so normale Spiele ist das, glaube ich, hinten geil. Aber für Shooter, weiß ich nicht. Also wenn jetzt wirklich... Oh. Habe ich weitergedrückt irgendwie? Alle Knöpfe mal einmal gedrückt. Ja. Ja. Ich habe jeden Stein gefühlt. Ich habe wirklich jeden Stein gehabt gefühlt. Wir gehen mal weiter. Touchpad. Hier ist mein Finger. Ja. Geht auch. Drücken können wir es auch. King. Kovic. King. Kovic, Leute. What the fuck? Okay. Bewegungssensor. Oha! Ah, ich kann die jetzt... Ja, ich kann die jetzt schütteln. Und ich schwöre, ich merke wirklich... Jetzt sind die alle hier im linken Controller-Ding drin hier. Jetzt schüttel ich nach rechts, jetzt vibriert es rechts. Jetzt sind sie rechts alle drin. Hier sind sie in der Mitte. Ja, ist schon heftig. Heftig. Ja, krass. Weiter. Was? Mikrofon. Ja, Mikrofon habe ich ja angeschlossen, ne? Hallo, hallo? Hä? Hä? Achso, ich muss gar nicht in den Controller reinpusten, sondern ich muss in mein Headset hier pusten. Weil ich ja mein Headset dran habe und es wird natürlich krass. Also, ich bin gespannt. Also, mein Controller, mein Mikrofon scheint zu gehen. Ihr seht ja, wenn ich rede, dann macht er was. Ich hoffe, die Quali ist gut. Ich bin mal gespannt, wie das hier alles... dann gleich im fertigen Video aussieht, wenn ich das mal hochlade. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. So. Hey. Okay, ich soll nach vorne auf dem... LOL. Also wenn ich ihn bewege, da ist schon... Okay. Jetzt habe ich auf dem Touchpad nach vorne gemacht. Das Ding springt raus. Krass, wie schnell der auch reagiert alles. So. Und ja. Ich merke jeden einzelnen Step.
Ja, das bin ich jetzt hier. Kann irgendwie so Doppelsprung machen. Kann schlagen. Hier oben. Aber jetzt ist hinten, jetzt kann ich die ganz normal drücken, ohne dieses Adaptive. Wahrscheinlich, weil jetzt gerade diese Funktion in diesem Spiel nicht genötigt wird. Vielleicht kann man das, glaube ich, auch immer ausstellen. Oh, ein paar Münzen. Ja, man merkt einfach, wie man sie einsammelt. Ja, für uns Zocker natürlich leichte Übung. Okay. Hä? Ah, ich soll die kaputt machen mit meinen Lasern. Wie gesagt, das Spiel ist kostenlos. Es ist halt so eine kleine Demo. Oder nee, es ist schon ein richtiges Spiel, aber soll halt die Fähigkeiten des Controllers zeigen. So, haben wir auch kaputt gemacht. Jetzt soll ich das nehmen und ziehen. Ja, man merkt das schon. Man merkt das schon krass. Also die Controller, die Controllerfähigkeiten, die Vibrationsfähigkeit ist heftig. Das ist auch kein unangenehmes Vibrieren, ne? Es ist ein schönes Vibrieren. Vielleicht liegt es auch daran zusammen, dass der Controller gerade so ein bisschen auf meinen Eiern ablegt. Schnell weiter. Boah, die ganzen alten Konsolen. PlayStation 1, PlayStation 2. Prozessorblaser. Ne, das wird PS1, ne? Was muss ich denn hier jetzt machen? Karte. Erneut beginnen. Okay, also wir können hier 1000 Sachen jetzt irgendwie. Hä? SSD Speedway. Ja, unsere PS5 hat eine SSD drin. Alles lädt sehr, sehr schnell. SSD Speedway Turbo Tour. Hä? Was soll ich denn hier machen? Oh. Hä? Was soll das jetzt demonstrieren? Wie schnell jetzt hier alles lädt, oder was? Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Also, es spielt sich schön und alles. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Jackpot gewesen. Oh. Ich kann jetzt hier mit der Bewegungssteuerung und auch ein bisschen tiefer. Und jetzt müssen wir uns hier irgendwie hinswappen. Hä? Ah, ich muss mich erst aufladen und dann. Ah, okay. Ah, jetzt fliege ich mit Bewegungssteuerung. Oha. Wenn die rechts an mir vorbei fliegen, die fliegen jetzt rechts. Also, heftig. Muss ich schon sagen. Und ich bin eigentlich ein PCler. Oha. Das ist wahrscheinlich wieder ein Checkpoint. Okay. Kleines Jump'n'Run für uns Profis, kein Problem. Alles gut, weiter geht's. Und wieder Absprung. Wo müssen wir diesmal hin? Da durch oder was? Aufladen, Feuer. Oh oh. Hochziehen. Fliegen, rein da. Oh, wir haben schon eine Trophäe freigeschaltet. Und landen! Jawohl! Zack! Was will er hier? Was will diese Pflanze? Hä? Achso, ich brauche das Messer oder was? Hä? Hä? Was muss ich machen? Ach so, ich muss draufhalten. Ah, ich muss es auf... Ah. Ich musste das aufladen. Ja, wie gesagt, für uns Zocker hier easy, easy peasy. Ja, was willst du denn? Du schießt was? Aua. Aua. Mist. Ich hab nämlich getroffen, oder was? Gut. Ich habe ein bisschen den Ton zu leise bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei euch zu laut ist oder zu leise. Wie kann ich denn... Ja, wie kann ich denn jetzt den Sound... Warte mal. Wie kann ich denn jetzt den Sound... Musik, Ton. Ich muss lauter machen.
Ja, also so brauche ich schon. Haben wir ein bisschen lauter gemacht. Wie gesagt, ich muss mal alles testen, wie es sich dann bei euch anhört. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Und werde wieder von ihm genommen, Alter. What the fuck? Ich wusste nicht, dass er auch nach oben schießen kann. Sorry, jetzt nochmal. Dann nehme ich jetzt wieder. Jetzt warte ich mal ab, bis er einmal schießt. So, jetzt haben wir ihn. Die dürfen wir wahrscheinlich nicht berühren, oder was? Hochfliegen. Da unten hin. Und dadurch noch Puzzleteil landen. Jawohl. So, was gibt's hier noch? Da kann man lang. Ja, warte mal. Okay, cool. Also schnell laufen. Ja, die Vibration ist krass. Links, rechts, man spürt alles. Was ist das hier? So. Zack, zack, zack. Weiter geht's. Okay, den darf ich nicht berühren, weil er hat irgendwie... Ah, okay. So, weiter geht's. Weg. Da müssen wir wieder aufpassen. Den müssen wir so töten. Und dann sind wir schon oben bei der Rakete. Und... Wir müssen den Reißverschluss zuziehen. Okay. Und die adaptiven. Ja, die müssen wir jetzt komplett durch. Oh, ach so. Ich muss das nur steuern. Scheiße. Hab ich jetzt gar nicht aufgepasst. Warte mal, wenn ich loslasse. Ah ja, okay. Wir können das jetzt wirklich direkt. Oh, das fühlt sich krass an hinten. Das fühlt sich schon krass an. Hä, wie kann ich denn... Ach so. Ach so, lenke ich ja. Ja, stimmt. Ich muss ja den Controller bewegen. Ja, die Bewegungssteuerung habe ich noch nie bei Games gefeiert. Weder bei der Wii, sonst noch wo. Warte mal. Jetzt können wir hier uns irgendwie runter. Hier ist noch ein verstecktes Puzzleteil. Also für ein kostenloses Spiel ist das hier cool. Guck mal, alles krass eigentlich. Und es läuft auch alles schön super flüssig. So. Da links geht's auch noch lang. Geheimgang, kleiner Geheimgang. Dynamit. Haben wir mal angezündet. Jetzt explodiert das da im Hintergrund oder was? Perfekt. Neues Artefakt gefunden. Das ist doch PlayStation 3? Ich weiß es gar nicht, Digga. So eine PlayStation 3, ne? Da müssen wir draufhalten. Zack. Artefakt eingesammelt. Bestimmt haben wir schon ein paar Sachen vergessen. Also ich wusste nicht, dass das jetzt so ein Spiel ist, dass man hier wirklich Verstecke finden kann und so. Ich dachte, das ist einfach wirklich nur Demonstration. Aber es ist beides im einen. Ah, man kann die anzünden. Okay, wir zünden natürlich alle mal an. Wenn wir das jetzt schon einmal spielen, dann auch richtig. Zack. So, schauen wir mal, was da unten noch drin ist. Wieder ein Puzzleteil. Allein dafür hat sich die PS5 schon gelohnt. Okay, die Dinger darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Warte mal, hier unten ist so bestimmt noch was versteckt. Oh, jawohl. Hier ist auch noch ein Puzzleteil. Oh, kann man da oben gehen? Oha. Oha, heftig. Die Vibration, ich... Man kann die Vibration ja leider nicht... Es ist heftig. Ich kann es ja leider nur beschreiben. Wieder ein neues Artefakt. PS2 Memory Card. Ach, da oben steht ja immer, was es ist.
Haben sie cool gemacht, ne? Muss man schon sagen. Ah, jetzt kann ich da durch sogar. Und weiter geht die Fahrt. Oh, was dagegen? Hey, er spuckt was. Da müssen wir aufpassen. Schnell vorbei. Und rein. Ey, das Ding ist heftig. Und da haben wir es auch schon geschafft. Und ich gehe weiter. Es geht immer weiter. Wie lang ist das denn? Und es ist immer noch dieses eine Level. Oh, warte mal. Ich habe doch auf der Karte tausende Level gesehen. Ist das so umfangreich, dieses Game? Grafisch sieht gut aus, ne? Ist jetzt natürlich, ja, schauen wir mal, was das noch so... Ja, was Returnal, ne? Das erste exklusive PS5-Spiel, was ich dann noch habe. Was das so, wie das so aussieht. Oh. It's all mine. Nice. Und wieder safe. Und wir können wieder eine Rakete abfeuern. Sehr schön. Oh. Der Typ ist leider weggeflogen. So, im ersten Moment kommt mir dieses Drehen sehr langsam vor mit dem rechten Stick. Das kann man wahrscheinlich irgendwo noch einstellen und bei jedem Spiel und so. Aber jetzt für das Spiel ist es okay. Dreht sich aber für mich ein bisschen zu langsam. Jetzt im ersten Moment. Ja, wir gehen hier überall lang. Oh, ich muss pusten. Okay, ich habe eingeatmet, ging auch. Hä? Achso. Ah, da ist auch noch eine Welt. Kleine Insel. Er steckt fest. Dem helfen wir. Oder auch nicht. Hä? Neues Artefakt. PlayStation 2 Spiel. Bot. PS2 Spielerdisk. Haben sie geil gemacht? Also, es tut mir leid. Ich bin kein Sony-Fanboy, aber haben sie geil gemacht? Haben sie geil gemacht? Pff, kann man nicht dran meckern, Digga. So, weiter geht's. Warte mal. Kann ich da lang? Auf die Dinger oder was? Nee. Wir gehen mal weiter. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so umfangreich ist. Warte mal, wir können mal... Ah, okay. Ah, wir haben jetzt gleich hier alle 4 Level. Und dann gibt es aber nochmal 4 und nochmal da unten links 2 und nochmal 4. Krass! Also, tut mir leid, aber... Heftig. Ja, da war ich ja schon. Ich muss mich ja fast schon entschuldigen. Oh, scheiße. Ah, jetzt wurde ich... Oh, da ist ein Puzzleteil. Gut, dass ich gesehen habe. Wir müssen den anzünden. Und dann einmal schnell weg. Alleine für dieses kostenlose Spiel. Es ist geil. Astro Boy, meine Damen und Herren. Astro Boy. Hat sich jetzt schon gelohnt, die... Zack, zack. Zack. Oh, das war knapp. Wer macht denn den Nagel, Mann? Ich wage ja schon bei so einem Spiel. Aber den Controller darf ich nicht werfen. Also wenn ich den Controller kaputt mache, ne? Eieiei. Dann ist Ende, Bruder. So. Ich hoffe wirklich, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist und dieses Video nicht scheiße wird. Okay. Krieg eine Kanone, Digga. Okay. Ich erkläre es gleich. Jetzt ist es wirklich so, bei dieser Waffe,